Carroll Edward Cole wurde am 9. Mai 1938 im US-Bundesstaat Iowa geboren. Er hatte eine jüngere Schwester. 1939 zog die Familie nach Kalifornien. Als sein Vater eingezogen wurde und im Zweiten Weltkrieg kämpfte, hatte seine Frau mehrere Affären. Teilweise nahm sie ihren Sohn mit. Sie schlug ihn und schüchterte ihn ein, damit er niemandem etwas erzählte. Auch zwang sie ihm, Mädchenkleider zu tragen. Auch in der Schule machten sich die anderen Kinder wegen seines Namens über ihn lustig. Eines Tages ertränkte Cole einen seiner Peiniger in einem See. Man ging jedoch von einem Unfall aus. Als Jugendlicher fiel Cole wegen Diebstahl und Trunkenheit auf. Er ging zur Armee, wurde jedoch entlassen, nachdem er Pistolen gestohlen hatte. 1960 griff er zwei Liebespaare in ihren Autos an. Er rief selbst bei der Polizei an und gab an, gewalttätige Fantasien zu haben. Er wurde Patient in mehreren Psychiatrien. Ein Arzt stellte fest, dass Coles Angst vor Frauen hatte. Er musste töten, bevor er mit ihnen schlafen konnte. Dennoch wurde er 1963 entlassen. Er zog nach Dallas in Texas. Er heiratete eine alkoholkranke Stripperin. Nach 2 Jahren brannte Cole ein Motel nieder, in dem seine Frau mit mehreren Männern geschlafen hatte. Die Ehe zerbrach und Cole wurde wegen Brandstiftung verurteilt. Nach seiner Entlassung versuchte er, eine 11-Jährige zu erwürgen, wofür er zu 5 Jahren Haft verurteilt wurde. Nach dieser Haft versuchte er erneut, 2 Frauen zu erwürgen. Er wies sich selbst in eine Psychiatrie ein, doch die Ärzte sahen keinen Grund, ihn festzuhalten. Am 7. Mai 1971 erwürgte er eine Frau in seinem Wagen und behielt die Leiche im Kofferraum, bis er sie entsorgte. Eine weitere Frau vergrub er in einem Waldstück. Er sagte später aus, dass beide ihren Männern untreu waren und ihn so an seine Mutter erinnert hatten. 1973 heiratete er wieder eine Alkoholikerin. Sie stritten oft, was Cole nutzte, um für ein paar Tage zu verschwinden, um weitere Morde zu begehen. Angeblich soll er auch Kannibalismus betrieben haben. Im September 1979 würgte Cole seine Frau bis zum Tod. Als die Leiche in seinem Schrank gefunden wurde, ging man jedoch von einem Unfall aus. Der Alkoholkonsum sei die Todesursache. Er ermordete weitere 4 Frauen, bis er verhaftet wurde. Gerade als man ihn jedoch gehen lassen wollte, begann er zu gestehen. Er gab an, mindestens 14 Frauen erwürgt zu haben. Am 9. April 1980 wurde er zu lebenslanger Haft für 3 Morde verurteilt. Als seine Mutter 1984 starb, begann er, weitere Morde zu gestehen, wofür er im selben Jahr zum Tode verurteilt wurde. Cole bedankte sich beim Richter für das Urteil. Am 6. Dezember 1985 wurde er mit einer tödlichen Injektion hingerichtet.